Das mal, ich hab gut. Schau mal, eine Gruppe, die so. Oh fuck! Oh fuck, die machen einen Timer und ich pre-inke. Oh doch, die pre-inke sind durchgegangen! Nice! Ja, das Problem ist, ich check zwar, dass der Dings lief, aber ich wollte mir gerade was einschenken. Was ist denn das jetzt eigentlich? Ein Tempel 7er. Habe ich eigentlich das Richtige geskillt? Ich hätte vielleicht meine Skillung nur ändern sollen, aber das Trinken war jetzt tatsächlich wichtiger. Sollen wir einfach. Soll ich meine Explo? Ich spare meine Explo mal auf. Jetzt schauen wir mal, ob die Schaden machen, aber die müssten eigentlich schon damagen, hoffe ich zumindest. Die hatten einen ganz guten Score, so wie ich das gesehen habe. Ah, fucking, ist das Ding. Ich bin so ein Vollidiot, wir müssen den da rauskriegen. Ich habe nicht geguckt, was für Affixe sind. Der war jetzt voll im Blut gestanden, habt ihr das gesehen? Fuck. Ich habe einfach nicht geguckt, was für Affixe sind. Was ist denn eigentlich? Also wir haben das Blut, ne? Was haben wir dann noch? Ich hätte vielleicht vorher mal schauen sollen, ne? Was ist? Na super, der voidet halt jetzt alles zu. Das ist halt jetzt hier blöd. Ich ziehe ihn jetzt halt langsam weg, dass ich nur halb im Range bin. Die werden die Dinger oben machen, hoffe ich mal. Schauen wir, dass sie da am Rand entlang laufen können. Okay, der Heiler ist da. Wo sind die anderen? Okay, dann kann ich ihn ziehen. Eigentlich hätte ich meine Explo reinhauen können. So, jetzt, also so wie ich das jetzt gerade mache, so solltet ihr das nicht machen, ne? Merkt ihr gerade. Ich tue ihn einfach unten hier zwischendrin placen. Blutig haben wir, verstärktes Trash-Buff, erweckt und schrecklich. Warte mal. Gerade überlegen. Einer von den beiden ist der Pillar-Buff. Das war erweckt, ne? Warte mal, der steht, glaube ich, jetzt nicht gut. Puh. Aber wir dürften nicht adden. Wir dürften nicht adden, das passt. Komm, wir hauen mal Explo rein. Heilen wir uns mal hoch. Das desorientieren wir. In der letzten Sekunde. Warte mal, haben wir den Heilbuff, der hochsteckt? Ah, das ist der Heilbuff. Ah, okay. I see. Taylor wieder, der nicht die Affixe kennt, obwohl er hier schon lang genug M Plus spielt. Muss ich die wieder auseinanderziehen? Ah ja. Okay. Ein Lied haben sie mir nicht gegeben, aber die sind alle ready, oder? 3, 2, 1. Let's fetz. Muss den raustaunten. Ich habe extra den anderen jetzt gehittet. Ah, fuck. Weil ich hier oft genug hatte, dass er hier dann durchdreht. Und irgendwo reinhittet. Deswegen hitte ich ihn mal am Anfang mit Absicht, dass ich die Aggro halt auf ihm habe, weil der castet sonst random und dann werden irgendwelche Leute zerrupft und so und ach, keine Ahnung. Aber der geht relativ gut runter. Also der. Oh nein, Boy! Hütet euch. So, wir müssen den retzen. Ich habe jetzt auch gerade nicht aufgepasst. Ich glaube, ich habe ein, zwei Hits auf das Blitzschild gemacht, tatsächlich. Ah, ein bisschen gucken. Das sollte man halt nicht machen, weil es relativ gut reinhaut. Tatsächlich. Hier, der Boss ist halt für Milis immer ein bisschen Abfuck, tatsächlich. Tank geht's. Versuchen wir mal zu kicken. Hütet euch. Okay, Blitzschild hat sich geswappt. Versuche ich den anderen ein bisschen rauszuziehen, dass ich nicht so reinkleve. So. Da lassen wir uns jetzt mal nicht wegnatzen. Okay, haben alle ausgewichen. Eigentlich hätte ich jetzt für den Boss. Was? Ich bin bei 70k DPS. Ich habe keine Inka, kein Nichts gezogen. Wie geht denn sowas? Wahrscheinlich ein paar Zwillig zur Wüstung. Ich habe ja keinerlei CDs reingezogen. Ja, Zwillig zur Wüstung. Okay, hat 3 Millionen Schaden gemacht. Ich wollte gerade sagen. wie kann ich denn Single-Target ohne irgendwas zu ziehen? Also, ich habe jetzt keinen einzigen CD gezogen. 70k bei dem Boss haben, wo ich sogar switche. Aber das lag nur als Lucky Zwillig zur Wüstungsblock. Have you ever heard of Twin Moons? Ne, keine Ahnung, was das ist. Wir rödeln einfach nur rein. Ich liebe immer so Leute, wenn im M Plus Leute so rhetorische Fragen stellen. Haben wir es jetzt abgekriegt? Ich ziehe den ganz gerne hier in den Raum rein, dann hast du es ein bisschen einfacher, dem Zeug auszuweichen. Ich habe jetzt noch vom PvP, ne, dass ich die Cards von den Verbündeten mir anzeigen lasse. Das habe ich noch drin, tatsächlich, wie ihr gerade seht.
So, mal schauen, ist das einer, wo hier so kleine Viecher spawnen? Okay, dann ziehen wir mal den Sheet. Versuche die jetzt gerade mal alle noch ranzukriegen. Okay, ziehen wir die ein bisschen mit. Fuck, jetzt sind wir gefeiert. Die Explodie noch weg und jetzt laufen wir. 9 Stacks haben wir. Den tun wir jetzt dann hier unten irgendwo placen. Motorrad haben wir auch noch ready. Ja gut, die Putt, die müssen wir so... Also die nehmen wir am besten mit, die Putt. Und dann müssten wir eigentlich gut hinkommen. Weiß nicht, soll ich den mit denen pullen? Geht das gut? Dreh die mal raus. Das war jetzt nicht ganz so gut. Ich glaube, wir haben uns ein bisschen erwischen lassen. Müssen wir dann mal gucken. Den ziehen wir da ein bisschen raus. Der will irgendwelche komischen Sachen machen. Okay, der eine ist einfach gerippt. Durch die ist der ernsthaft in der Explosion stehen geblieben, der eine Dude. Wiederbeleben, castet er. Komm in durch den Zwiech zur Wüstung. Nee. Also normalerweise pullst du hier die Kleinen dazu, ganz easy. Ich habe das letztens gemacht und wir sind gewiped. Was? Aber das war eine ziemlich beschissene Gruppe. Aber normalerweise kannst du hier ganz bequem diese Kleinen dazu pullen. Das sollte eigentlich gar kein Stress sein. Eigentlich. Na gut, die hauen schon. Aber hier, die cleaven halt so ein bisschen, ne? Also, warte mal, die sollten wir jetzt auseinanderziehen. Ich ziehe den mal ein bisschen zurück. So. Nicht ganz optimal, aber... Warte mal raus. Den pullen wir ein bisschen zurück. Und dann nehmen wir drüben noch am besten einen mit. Oder zwei oder so. Keine Ahnung, easy. Ich habe theoretisch hier Ding, ne, mit dabei. Typhoon, da kann ich so noch ein bisschen wegkicken. Oh, fuck it. Explosion rein. Da ist vorher der andere gestorben. 500k Damage hat es ihm gemacht, ne? Das Ding. Da weißt du, was los ist. Warte mal, jetzt knocken wir den. Ah, fuck, ich habe den jetzt halt da voll reingenockt, ne? Warte mal, was ist denn das für ein Link-Tot denn? Ach komm, boy, ich hab schon den Fehler gemacht. Warum kickt er sie halt auch nochmal rein? Und der sein Link tot. Hat der unser Heiler jetzt da gerade sein Link tot im, da reingehauen? Weird. Ich kann mir hier Dings ziehen. Okay, das haut schon rein. Komm, wir machen mal Ding hier. Explore einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den auch noch reinziehen soll. Eigentlich egal. Komm, Motorrad, Action. Heilen sich halt durch die Eier wieder hoch. Aber warte mal, einmal können wir noch desorientieren. Einen Kick haben wir noch. Normalerweise machst du die halt als letztes. Okay, die Zwillingsverwüstung, die ist halt schön. Die hat sie nämlich alle weggenutzt. Okay, der Boss spawnt nicht. Ich dachte immer, dass der Boss spawnt, wenn du die Mitte clearst. Ne? Aber anscheinend musst du alle killen. Normalerweise nehme ich halt die Außen alle mit. Aber ich bin mittlerweile hier ein bisschen vorsichtig geworden, ne? Wenn du einmal durch Zeug stirbst, wo du denkst, da kannst du eigentlich gar nicht sterben, dann wirst du tatsächlich ein bisschen vorsichtiger. Ich zumindest. Ich pull den mal hier in den Rand. Vielleicht sind die Leute diesmal cool und stellen sich alle vor den Boss. Es sieht gar nicht schlecht aus. Weil dann brefft er halt in die Richtung... Na gut, der eine steht natürlich jetzt hier draußen. Wenn du dich an den Rand stellst, hier, ne? Und alle Leute am Rand stehen, dann brefft er halt immer in die Richtung... Und dann ist halt easy. Dann musst du halt nur ein Stück weitergehen und hast den ganzen Raum nicht zugeschissen. Aber wenn halt einer, wie er jetzt hier, in der Mitte steht, dann ist halt der komplette Raum zugekackt und dann ist halt blöd. Also, nicht, dass du es nicht ausspielen kannst, aber es macht es dir halt leichter, ne? Wenn du jetzt vielleicht nicht den ganzen Raum zuscheißt. Gut, vielleicht soll ich mir von der Schlange auch nicht treffen lassen. Aber wir können uns hier heilen.
Und lässt sich wer desorientieren? Was meint er? Was meint er? Versuche ihn mal wieder an den Rand zu ziehen. Jetzt ist der DH halt hinter ihm. Naja, egal. Shit, jetzt haben sie mich... War genau das Staubding da drauf, dass meine Explo... Oder, ah, ich habe meine Explo gar nicht gezogen. Warte, dann machen wir jetzt die Explo rein. Jetzt ging natürlich die Dings ins Leere, ne? Die Zwielichtsverwüstung. Zwei Leute sind schon gestorben. Das ist das bitter. Wobei, ehrlich gesagt... Oh, fuck. In der Instanz ist eigentlich der erste Boss so der schwierigste fast. Weil die meisten Leute halt das nicht ganz checken, dass sie durch das Blitzschild nicht durchprügeln können oder sollten. Das war jetzt aber knapp, ne? Gerade noch umgedreht. Hütet euch. Hä? Hat das jetzt nicht mehr gecastet? Hat er das gesehen? Er wollte es casten, hat es dann sich anders überlegt. Aber wir haben ganz okay Single-Target-Schaden dabei, da kannst du jetzt nichts sagen. Da kannst du nichts sagen. Jetzt bin ich überlegen, ob du die unten... Komm, ich mach jetzt mal, wahrscheinlich wird's easy gehen, dass wir die mitpullen, aber wir machen's mal einfach. Wir müssen es jetzt nicht übertreiben. Eigentlich ganz praktisch, dass du so ein bisschen siehst, was die anderen Leute casten, ne? Vor allem so für Low-Level-Instanzen, wo dann oft auch, schon öfter gehabt, dass dein Heiler irgendwie so gar nicht geheilt haben. Und dann habe ich mir die oft ins Fokus genommen, um einfach zu schauen, was die denn so veranstalten. Und jetzt... Muss ich das gar nicht mal machen, sondern sehe es halt einfach so. Was schon ganz praktisch ist. Okay, da sollten wir rausgehen. Ein bisschen rausbackpackeln. Mal gucken hier. Den Movement-Teil. Ob das läuft. Hütet euch. Was ist das eine Idee für mich, ob ich interessiert bin? Hau raus. Hau raus die Idee. Und dann können wir schauen, ob die interessant ist für mich. Jetzt schnell laufen sollen. Egal, aber wir haben ja... Wir sind ja Movement-Könige. Also ich pull jetzt die beiden, dann die anderen beiden. Komm, ich hau jetzt den Inker hier raus. Dann haben wir es vielleicht beim Boss wieder. Für zwei gammelige Mobs. Hier siehst du halt die Voids auf dem Boden nicht, was ein bisschen ätzend ist tatsächlich. Also auch wenn du auf der Treppe stehst, siehst du halt die Voids nicht. Ah, shit, den hätte ich vorher rausziehen sollen. Das war jetzt dumm. Ich habe wieder zwischendrin vergessen, das Ding ist. Muss ich dann hart rauskicken. Hütet euch. So, dann kommt die Zwielichtsverwüstung. Die da hinten wollen wir nicht adden. Komm raus da. Okay. Wenn so eine Zwiesverwüstung reinhaut, da geht schon gut was an Leben runter. Pech, schau mal, da bin ich ja dann. Wenn dann ein, zwei Zwiesverwüstungen treffen, bin ich halt einfach erst im Schaden, ne? Okay, das hat jetzt mich irgendwie getroffen. Was, du transst deine ID? Ja, aber das bringt mir ja auch noch nichts. Dann brauche ich ja immer noch Leute, wo ich die umhaue. Also die ID an sich bringt mir ja nichts. Weißt du, was ich meine? Also. Ist ja nett gemeint, aber das bringt mir tatsächlich jetzt nichts. Ich glaube, ich hau meine... Wenn ich ein bisschen low tick, dann hau ich meine Explo noch rein. Obwohl, kommen wir auch einfach jetzt rein, scheiß drauf. Bevor wir sie ewig aufsparen. Mhm. Schauen wir mal, ob sie bei dem Boss alle soaken. Zum Glück sind die gleichzeitig gestorben, ne? Da kannst du jetzt nichts sagen. Naja, Inka haben wir nicht ready. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen länger für die Mobs. Vielleicht doch nicht ziehen sollen. Ich dachte mal, bei einem Boss habe ich mal Inka und kann durchziehen. Okay.
Ich ziehe jetzt mal hier mit drauf. Schauen wir mal, ob der Heiler das gut wegheilen kann. Da mal ein bisschen raus. Weißt du, das macht so viel aus, ob die Zwiebelverwüstung halt prockt oder ob sie halt nicht prockt. Ne? Und jetzt prockt halt gar nichts. Absolut nichts, nada niente. CDs habe ich halt auch noch nicht ready. Halt bei gammeligen 50k Dips. Aber jetzt ziehe ich auch die, also die Inka ziehe ich jetzt auch nicht mehr, scheiß drauf. Die ziehe ich lieber beim nächsten Mob, der halt reiner ehlt, als die jetzt hier beim Boss zu wasten. Aber der DH macht relativ wenig Schaden. Ja, fast beim DH ohne CDs dran und ohne Zwielichtsprock, oder? Doch, ein Proc mit 300k haben wir. Enttäuschend auf dem ganzen Bosskampf. Das ist enttäuschend. Das ist sogar mehr als enttäuschend. Aber die Eule hat 130k Single-Target gemacht. Achso, shit, das ist der Dude. Ich bin so ein Vollidiot, ich hätte halt gleich laufen sollen. Das war jetzt ganz schön dumm. Tatsächlich. Aber hier kannst du durch alles durchlaufen, oder? Da wirst du ja nicht... Naja, genau. Habe ich den Boss noch? Ja. Boss-Agro haben wir noch. Na gut, ich bin... Willst du halt hier hinten killen? Wenn der den Hit auf mich draufhaut, ne, dann aktiv mit Negation, da ist es als Bär relativ easy, weil das halt Melee-Damage ist. Da hast du es relativ easy. Aber die dürften ja keine Lachen hinterlassen, oder? Ich hoffe jetzt mal nicht. Ich glaube, ich war in der Instanz noch nie mit diesem Lachen-Debuff. Jetzt hoffen wir mal. Hoffen wir mal, dass diese ganzen Kleinen, weil dann hast du halt richtig ein Problem, ne? Also wenn die alle diese Blutlachen hinterlassen, dann Prost Mahlzeit. Die dann noch immer raus... Ja, das sind halt ewig viele... Ja, was sagst du? Okay, eine Void Zone. Eine Void Zone. Ach, der hat hier ein Dings-Elementar, der Shami. Schau mal an. Blutlachen. Okay. Da ziehen wir halt einfach mal... Okay, das erste Auge haben sie drin. Ja, mit DH geht's natürlich schon gut. Ach, der kann da aufsteigen. Habt ihr das gesehen? Der kann da aufsteigen. Können wir den hier noch killen? Der DH ist irgendwie auf das Eulending aufgestiegen, die sind einfach durchgeritten. So schnell habe ich es noch nie gesehen, dass es geöffnet wurde. Schon krass. Ja, da hinten ist die Spinne drin, ne? Aber die können wir auch beim Boss machen, theoretisch. Oder Spinne hat man noch nicht. Wie viel Prozent haben wir denn? Ja, okay. Okay. Die wollen doch den Pillar machen. Ihr Sanktum sollte nicht mehr weit sein. Wartet, wer sind diese Eindringlinge? Sie verderben sich alles. Sagen wir denn, wir sind bei 98, also eigentlich müsste es reichen, weil ich mach's. In Sitralis immer so. Ja, also... theoretisch hätten wir ja auch die Mobs machen können.
Und dann wäre der Boss da gespawnt, ne? Es wird wahrscheinlich aufs Gleiche rauskommen, aber ihr habt schon recht. Wahrscheinlich ist es mit dem Skippen besser. Ihr habt schon recht. Dann haben wir zumindest im Plus auch abgeschlossen. Für die Woche. Wir müssen da um die Ecke rum. Ich bin ja mittlerweile lernfähig, ne? Was denn der Shami? Komm mal mit hier. Dann musst du ja die Mobs hier, musst du ja reinziehen in den, wenn der Boss am Ende ein paar Prozent hat. Das habe ich mir gemerkt, ne? Das hatte letztens mal jemand als Tipp gegeben. Weil du da diesen krassen Buff bekommst. Sag mal, die Spinne müsste jetzt nochmal um die 1-2% bringen. Dann hast du die Mobs hier noch. Dann kannst du die danach noch reinziehen. Müsste eigentlich reichen. Das müsste eigentlich dann noch reichen. Vielleicht machen wir sogar noch Double Chest hier. Sehe ich gerade gar nicht so schlecht. Aber Citralis ist halt auch eine der leichtesten Keys überhaupt, ne? Ich glaube, es gibt kaum eine einfachere Inni. Also meiner Meinung nach zumindest. Ne, ich finde Tiefen voll mega einfach. Na, was das Problem ist, ich bewerte die Innis nicht als einfach, die ich einfach finde, sondern wo die Leute möglichst wenig verkacken können. Und ganz ehrlich, im tiefen Pfuhl, alleine der zweite Boss, ne? Da nicht sich wegchargen zu lassen, das kriegen halt so viele Leute nicht hin. Deswegen, theoretisch ist es einfach. Was ist denn. Und was ist denn jetzt Seiler gestorben? Ist der in der Lache? Okay. Lache. Lache. Den haben sie gebattlet, okay. Naja, aber es kommt so Schreckliche vor, dass Wunde ist er. irgendwelche Leute irgendwas zupullert, aber wenn es halt richtig spielst, halt so einfach, der kann Ja, sich nicht. ich gebe dir vollkommen recht. Tiefenpfuhl ist theoretisch eine einfache Instanz. Aber es gibt halt so ein paar Bosse, wenn du die halt nicht richtig spielst, dann ist halt vorbei. Hier in Citralis kannst du eigentlich nur beim ersten Boss, wenn du nicht weißt, was Sache ist, was verkacken, meiner Meinung nach. Ach, jetzt liegt halt das Blutzeug da drin. Ja, das ist natürlich jetzt beschissen. Den kriegst du da nicht rausgezogen. Der steht jetzt halt in der Lache drin. Das ist jetzt blöd, tatsächlich. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wenn wir mein Motorrad ein bisschen öfter auch nutzen. Weil die jetzt hier im Bosskampf, die hauen so ein Shit nicht rein. Okay. Das könnten wir mal rüberziehen. Mal hier so ein bisschen mit draufheilen. Okay, da gehen wir vielleicht doch raus. Ah, den Rest macht der Heiler schon. Okay. Hier, ich hab mein Bestes gegeben. Voll mit draufgehortet haben wir. Seht ihr das? Ja. Ich glaube, die Gruppe ist jetzt nicht allzu schlecht auch, weißt du? Also da kannst du jetzt nichts sagen. Okay, den Herztypen habe ich schon mal. Perfekt. Hütet euch. Wo ist die andere Tuse? Ah, da haben wir noch ein paar. Da ist die Seuchenärztin. Passt schon. Kickst du, dass sie hier mit Hütet euch. rankommt? Müssen wir mal gucken, dass wir uns nicht von so viel Zeug treffen lassen. Wir haben halt hier, ne, auch Eulen, der kann, oder eine Eule, die alles volldotten kann. Da geht schon was. Hütet Nur euch. eine Seuchenkröte. So, jetzt kann ich theoretisch nochmal ein bisschen mitheilen. Bis ich OM bin, wir ziehen hier voll durch. Habt ihr gesehen? 100k hat meine Heilung gemacht. Gar nicht. Also ist gar nicht so schlecht. Oder was meint er? Müssen wir dann gleich auch so einen Buff kriegen?
Ah, jetzt sind meine AE-CDs noch nicht ready. Wir können wieder HT'en. Dann komm ich, dann zieh ich jetzt halt meinen Gammel-HT, wenn der Shami nicht zieht. Jetzt ist dann eh gleich Feierabend. Jetzt kann ich dann Inka ziehen, wo der ganze große Kram tot ist, ne? Ja, ich weiß schon, die ziehst du halt aber eigentlich erst rein, wenn hier, wenn du hier den Buff hast, ne? So wie wir es eben gemacht haben. Okay, 100% hat genau gepasst. Wunderbar. Das war doch mal ein angenehmer Run. 17er Key. Was haben wir denn da gekriegt? Einen Schmuckstück. Ach, fuck, ich hab Int drin gehabt, ne? Ah, gut, ist ja wurscht jetzt. Ich hab noch wegen meinem Transmog-Zeug, hab ich jetzt hier noch Heiler Affinity drin gehabt. Aber egal, jetzt hab ich halt einen Heiler-Trinket. Vielleicht spielen wir irgendwann mal Heiler. Wahrscheinlich nicht, aber ja, wir haben's mal. Das packen wir auf die Bank. Ja, aber das hab ich jetzt mir verdient, weil ich so gut reingeheilt habe, ne? Sag ich euch. Wir können jetzt einfach rein Bonus rollen, weil ich brauche die Bonus-Rolls eh für nichts mehr. Gut, sind wir wieder durch M+. Sehr schön.